Ja, du wirst direkt ins Tutorial geschmissen. Ja, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu Happy Dungeon. Dann mit meiner Wenigkeit und dem Lumpy Pump, der wahrscheinlich noch im Ladescreen hängt. Nee, ich bin inzwischen aus dem Ladescreen raus. Hallöchen, guten Tag. Ich prügel. Prügeln. Du prügelst, also ich prügel mit. Ich soll ja, Happy Dungeon. Ein Free-to-Play-Titel, der am 12.09. released worden ist. Entwickler ist Trilogic. Wie ihr seht, wir spielen das Tutorial. Was ist das denn hier? Oh. Gut. Okay. Ich bin mal gespannt, wie es aufgebaut ist, aber ich glaube, dass wir dann später noch im Koop hier unterwegs sein können, dürfen und müssen. Das wäre sonst ziemlich komisch. Das macht, das würde das ja nicht so viel Sinn machen, einen Free-to-Play-Titel zu machen, wenn man das nicht mit anderen mitspielen kann. Ich habe was eingesammelt. Ich weiß nicht was, aber ich habe was eingesammelt. Ich habe was zu essen eingesammelt. So Pommes und ein Hotdog, ja. Super nice. Ich bin wahrscheinlich jetzt auch gerade hier in dem grünen Abteil mit den ganzen Kisten. Oh mein Gott, Gegner! Boom, Junge. Immer schön boxen. Ich hab's so von der. Was man. Dodge Roll. Ah, okay. Was wird? Man kann dodgen? Ja, L. Also linken Stick und dann L2. Ah, ja, ich seh's auch gerade. Linken Stick und L2. Uhu. Schickimicki. Ich hab irgendwie so ein bisschen im Gefühl oder die Erwartung, dass es so ein. Ja, wie so ein Dungeon Crawler ist, weißt du? Ja, das erinnert mich so auch grafisch ein bisschen an Final Fantasy Crystal Chronicles. Crystal Meth. Crystal Methical. Final Fantasy Crystal Methalix. Okay, defeat the Goblins. Alles klar, easy. Jawohl, dann sind wir ungefähr auf dem gleichen Stand aktuell. Huh, können die auch mal zuschlagen, die Gegner? Die machen ja gar nichts. Weiß gar nicht. Au. Hallo, du bist ja der übelste Killer-Ritter. Und die stehen einfach nur da und gucken dumm aus der Wäsche. Wie im echten Leben. Ja. Weißt du, warum die nicht zuhauen? Masse statt Klasse. Ach so, ja, okay. Altbekanntes Bam. Wirtschaftsprinzip. Oh, sorry. Ich musste gerade Krach machen. Haha. Und jetzt nochmal Skill. Habe ich auf den anderen Knöpfen irgendwas? Nee, habe ich nicht. Ah, da sehe ich unten rechts in der Ecke, sieht man auch, wann die Cooltime vorbei ist. Alles klar. Yep. Obsession. Was du essen? Was? Warum erinnert mich das irgendwie ein bisschen an irgendeine Parfüm-Werbung? Ey, ich konnte die letzte Münze nicht einsammeln. Dann aber drei Pettiger Onkels. Komm. Ja, gar nicht Pettiger von Pettiger Onkels. What the hell? Die ist ja richtig aufgeregt, oder? Oh, ja, da, da, da. Ja. Boah! Alter, ich bin Samus. Ja, das kann ein bisschen am Ausrasten, der Kollege. Ah, Quappe. Okay, ich korrigiere. Ich bin irgend so ein Naruto-Ninja. Okay, wir haben jetzt auch Kreis-Skills. Ja. Und die kann man mit L1 kann man. Mit L1 wird dann einfach alles orange. Ah, use tool. Oh. I use tool. Kannst du schon mal perfekte Kombos rausprobieren, ja? Alter. Ist ja da ab hier. Aha, mit R1 kannst du Befehle geben. Mit R2 kannst du ein Schild benutzen. Ich versuche eigentlich gerade rauszufinden, wie ich die anderen Skills verwenden kann, die so auf Kreis und so liegen. Ich bin immer so defense. Okay, sorry, ist jetzt, denke ich mal, uns hier heute nicht ganz so wichtig. So. Mission accomplished. Die Michael Schweinebacker. Oh.
Ja, ich weiß ja nicht, ob du auf deinem Kanal das letzte Test mit rausbringen würdest. Ansonsten hätte ich gesagt, das wäre jetzt nämlich fast so ein bisschen wie bei Tugiden. Tugiden. Ja. Die erste Superguard Level 1, Lightning Strike Level 1 und Sacred Armor Level 1. XP gained. Gained? Hast du jetzt gerade die Sequenz überbrochen? Übersprungen? Ja. Okay. Ich hab die überbrochen. Dabei ist die so niedlich. Und hat eigentlich unser Charakter für einen krassen Bart? Warte mal, as War Knights of the Order of the White Dragon, it's our duty to help those in need by accepting quests. Well, most of the time is the king asking us to save the princess. But we are bound by oath to serve all the citizens. Das ist gut, dass du das gerade vorliest. Hab's dann jetzt auch übersprungen. Ich gehe mal kurz auf Customize. Katzenminze. Katzenminze. Boah, Level up, Alter. Finde ich krasser Fick oder was? Okay, nichts davon kannst du benutzen. Item Shop. Go to Quest and select Story Quest. Okay, er will uns noch nicht die anderen Bereiche freischalten lassen. Quest Selection. Also man kann auf jeden Fall zu viert spielen. Ich sehe da unten ja 4 Slots für den Spieler. Ja. Friends Wanted Create Settings. Session. Quest Selection. Warte mal. Mach mal Chapter 1, Quest Night. Dodge for the... Alter. Dodge for the Princess. Ah, hier ist ein Lobby. Ah! Lobby? Ja, invite a friend. Jetzt hier ab. So. Ich will das auch. Man! I lad you ein to the party. Es ist schon voll, also willst du mich verarschen? Oh, sie haben eine Einladung erhalten. Ja. What the fuck, wie kann das voll sein? Okay, warte mal, ich verlasse die Lobby mal. Weil da sind so schnell welche nachgejoint, das ist ja auch nicht wirklich. The fuck? Wie machst du überhaupt so eine Lobby auf? Warte mal, allow invited players only. Das nervt gerade ein bisschen. Okay. Ich. Also Matchmaking. Macht er bei mir nicht. Okay, vielleicht machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Ich würde dann gleich wieder aus der Partie rausgehen und dann mal gucken, wie ich den Lumpy hier eingeladen kriege, weil irgendwie über das Spiel mich gerade ein bisschen verkackalbern. Alles klar. Dann bis gleich. Boah, jo, und dann sind wir wieder. Wir haben es endlich geschafft, jetzt mal hier endlich eine private Session hinzubekommen. Auch gar nicht so einfach, und es gibt noch die Möglichkeit, euren Charakter anzupassen. Ihr könnt, wenn ihr auf Character Settings geht und die jeweilige Klasse auswählt, auf Edit Character gehen und dort Stimmen, weiblich, männlich, Frisur und KKG. Mal gucken, was wir hier so zusammenschustern können. Warte mal. Also der Grafikstil ist eher ein bisschen niedlich, sieht aber auch ein bisschen aus wie Cell-Shading, oder? Nö, das ist einfach so ein typisches Low-Poly ohne Schattengedöns, wie man es fürs Handy gewohnt ist, so ein bisschen. No-Poly ohne Schattengedöns. Low, nicht No, sondern Low. Achso. No-Poly, wir machen einfach nur Bitmap-Grafiken sind das. Wie genau. Früher. Die Augen sind natürlich auch da. Scheiße. Die Augen, Alter. What the fuck? Ich kann ja im Menü nichts weiter machen, irgendwie. Ich kann meinen Charakter wechseln und dann ist cool. Na, wo du auf. Du musst dann, wenn du den Charakter hast, auf die jeweilige Klasse drückst du X und dann Edit Character. Hm. Was Edit Character? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe nur die Items gesehen. Gender. Male oder Pharma? Ja, okay, mach ich. Sexy. Kann man sich das vorhören? Oh ja, Playboys. Warte mal, dann mache ich auch mal direkt.
Oh, sexy. Ja, mach ich auch. Wir klingen ja aber alle gleich. Cut my own hair. Ja, du musst dir einfach mal die Augen angucken, was die es hier gibt. Das ist so geil. Lol. Ich will kaputt. Vor allem handsome guy bei einer Frau. Alter. Okay. Oh, du kannst doch die Augenposition verändern. Also ich habe mir schon ein Thema für meinen Charakter rausgesucht. Die Augen, Alter, ich kann da nicht drauf glauben. Derp. So ein bisschen schief den Mund, ja. Skin Color, oh lol. Kornpuff, oh, siehst du, ich war bei den... Ich kann mich gerade einfach nicht entscheiden, das ist alles irgendwie gut geil. Das ist alles aber auch ziemlich bescheuert. Hä, hey, warum sind da Schlösser davor? Ach, man kann nicht alles benutzen. Oh. Dann brauche ich eine andere Frisur, das tut mir jetzt leid. Hä? Frisur darf ich wohl gar keine nehmen. Und ich darf andere Augen nehmen. Boah, da sind so krasse Dinger dabei. Fick die Henne, ey. Ja, toll, da kann ich jetzt meinen Charakter... Naja, kann man sich jetzt so machen. Alter, dieses Grinsen, was einfach mal so ein halber Kopf ist. Na komm jetzt hier, lass mich doch endlich mal... Ah, da. Da war der Skin-Color, bin ich dabei. Wie es einfach nur aussieht, Alter. Es ist jetzt auf jeden Fall, ja, definitiv ein paar Möglichkeiten. Ja, irgendwie bin ich jetzt so hier versucht, so möglichst dämlichen Charakter zu machen. Oh Gott, so, ich bin fertig, ich bin fertig. Queen Settings. Klar. Entering this menu, do you want to save these changes? Yes. So, ich hab you changed to Mage. Ist natürlich toll, dass man jetzt mit meiner Rüstung hier nichts von dem Charakter sieht. Ich brauche eine andere Klasse. Jetzt nicht. So, dann lass uns mal anfangen. Wollen wir? Moment. Oh ja, immer muss sein, das Mädchen ist wirklich ausrüsten. Yeah. Bist oh, du dir Leute sicher, dass du es wirklich ausrichten willst? Ausrichten vor allem. Ausrichtung. Ja, das ist ein schöner Charakter. So gefällt er mir. Accept. Hä? Was? Accept? Achso, Quiet. Ja. Quiet. Okay, also Menüsteuerung geht anders. In der echten Welt. Okay, kann losgehen. Hauptsache, wir sehen richtig schön bescheuert aus. Das bietet sich ja in dem Schüler an. Oh, ich wollte gerade sagen, wir sind beide bereit, müssen trotzdem 30 Sekunden warten. Die Ladezeiten sind echt heftig, ey. 100. Oh lol. Ich würde sagen, wir skippen wieder, oder? Ja. So, es geht. Oh. Ja, wir wollen ja auch, wie die laufen. Wir wollen ja auch das Let's Test nicht unnötig in die Länge ziehen. Alter, die Kamera stört sich gerade richtig Banane. Ja, war mir auch gerade ein bisschen schwammig. Ich weiß nicht, ich denke mal, wir werden jetzt eine kleine Session machen oder mal so 2, 3, 4, 5, 10 Folgen, keine Ahnung. Je nachdem, wie viel Spaß es uns macht, wir probieren es aus. Ja. Nehmen euch da ein bisschen mit und werden dann früher oder später entscheiden, ob wir vielleicht noch ein paar, genau. Oh, ich habe auf X gedrückt, aber ich weiß nicht, was es gemacht hat. Ich glaube, ich habe die gepullt, ey. Also mit Viereck ist normal schlagen, auch als Mage. Mhm. Au, au! So. Spielst du eigentlich jetzt noch als Krieger? Ey, warte mal, warte mal! Keine Ahnung, ich bin Kleriker, ich weiß nicht, was ich mache. Ich sitze rechts neben dir an der Pistole. Also an der Armbrust. Guck mal, was ich auf dem Kopf hab! Milchkarton, Alter! What the fuck? Warum
brauchst du sowas? Ich hab keine Ahnung, wo das her ist. Aber ich hab's gemacht. Und frag mich, wie. Jetzt los hier. Ist doch richtig gut, dass ich genau weiß, was meine Skills machen, Alter. Kannst du rechts stehen so eine Ballista? Da kannst du mit L2 hingehen. Kannst du es draufsetzen. Was ist das da? Ja, also Steuerung, Kamera ist gerade richtig kacke. Ja, irgendwie war das gerade eben in den ersten paar Missionen nicht so, ne? Gerade eben war besser. Da haben wir das erste geschafft, oder? Was ist mit dem Milchkarton? Ich hab keine Ahnung, warum. Press Viereck und R2 at the same time. Und weiter konnte ich nicht lesen. Aber ich probiere das jetzt aus. To do nothing. was tut es? Oh. Ah. Okay. Dann tough customers behind vor allem. Da warte mal kurz, bevor wir weitermachen, will ich mal gucken, ob wir hier ein In-Game-Inventar haben. Warte mal, how to play. Oh fuck, das kostet richtig viel HP, was ich da gerade gemacht habe. A-Skill, Team-Skill mit Dreieck, okay. Talk, Order, Switch, Guilds. Skills. Also so wie es aussieht. Oh. Mhm. Item-Menü gibt's so direkt nicht, ne? Equipment-Status, Minion-Party, Player-Information. Warte mal, hier ist eine Chest. Hä? Kiste. Lootbox, hier wo ich stehe. Oh, Neisigkeit. Hat die einfach aufgemacht. Oh, da fällt Geld raus. Hast du deinen eigenen Loot? Ja, sieht ich so hab aus. Ich habe jetzt drei Münzen eingesammelt. Jawohl, so sieht das aus. Okay, die hat seinen eigenen Loot, alles klar. Ja, wollen wir gucken hier und tapfen. Ja, guck mal, Alter, ich bin fast tot. Warum? Ja, weil ich in R2 und Viereck gleichzeitig gedrückt habe. Ui! Na toll, ein Sack ist runtergefallen. Herzlichen Glückwunsch. Bei mir sind alle runtergefallen. Oh lol. Ihr habt das Gefühl, du bist tot. Richtig, aber wenigstens meinen Sack noch eingesammelt. Kommst du auch irgendwann wieder? Ich liege ja hinten am Start, kannst du mich wiederbeleben? Hä? Mit dem Kopf im Sand. Geh mal zurück, von wo wir gekommen sind. Ja, ich bin auf dem Weg, aber mein kleiner Charakter ist nicht so schnell. Wupp. Hallo. Wie du aussiehst. Guten Tag, kann nichts machen. Ne, ich kann mich auch selber nicht wiederbeleben. Was ist das für ein Quatsch? Hä? Was ist das für? Jetzt bin ich hier ohne. Na gut, dann gehe ich jetzt einfach mal zu. Bei mir benutzen vielleicht? Ein was? Ich kann Item? Anderes vielleicht, noch. Vielleicht mit einem Item wiederbeleben? Wie benutze ich überhaupt Items? Gibt es sowas überhaupt? Session Information? Hm? Oh. Was tust du? Sieht eher so aus, als ob ich mir gerade wieder meine Milchkarton spawne oder so. Ja, danke. Ach so, zweimal nach unten drücken. Ah, gut, Kiss. Komm her. Ha, gay. This way. I'm the girl everyone wants to follow, you know. Wie geht das? Mit R1. Das Befehlsmenü. This is totally terrible. Genau, das denke ich auch. Alles klar. Jetzt haben wir ein bisschen rumgespielt. Ah, jetzt weiter. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann wieder. Also. Na egal. Im Menü landen sozusagen. Egal. Gut, das sieht. Ja, warte, ich hier gleich an das Ding und los jetzt. Yeah, Alter, ich hab einen Milchkarton. Bam, Junge. Au. Bam, you. Ich bam dich hier. Alter, ich hab ihn gehauen. Ich hab ihn wieder auf der Ballista. Hab ihn getötet.
regne eigentlich die Munition für dem Ding gar nicht. Aus. Ach so, das lädt nur nach und dann geht's weiter. Ah, cool, wenn du abwehrst, dann bekommst du. Also, ich habe zumindest gerade gar keinen Schaden sogar bekommen. Du bist fast tot. Freund. Hä? Ich, was sind so Freunde? Wie kann ich mich denn heilen? Ah. Das oben sind. Oh, fuck, Alter. Linke Stick wackeln. Oh Gott. Man kann die Kamera irgendwie verstellen. Ich weiß nicht wie. Ja, auch den rechten Stick reindrücken. Irgendwie kannst du. Mit rechten Stick nach unten kannst du rauszoomen. Okay. Top down. Mit rechten Stick kannst du auch ranzoomen. Auf Sack! Oh ja, ich bin down. Also als Mage solltest du wirklich hinten. Ja, Milchkarton. Als Mage solltest du, glaube ich, wirklich hinten bleiben. Ich kann dich nicht mehr wiederbeleben, was ist da los? Boom! Mit nach unten konnte ich dich doch gerade eben so cool wiederbeleben. Was ist mit dir los? Ja, der hat mich betäubt, die Sau. Ich weiß, es hat vorhin noch eine Weile gedauert. Ja, entschuldigt, dass wir ein bisschen planlos sind. Wir haben uns nicht vorbereitet. Aber deswegen ist es ja auch ein Let's Test. Ja, okay, das ist schon mal nicht. Mit nach oben. Mach ich es auch nicht. Ne, mit nach unten konnte ich dich gerade eben noch heilen. Check's nicht. Jetzt ist die Frage, ich liege jetzt wieder im Dreck. Ja. Ob der Lompi das an eine schafft. Ich habe hier noch zwei Kumpanos, Kumpanjanski. Ja, ist aber blöd, jetzt hier die ganze Zeit einfach nur so rumzuliegen. Ja, das glaube ich dir. Ich beeil mich! Oh, jetzt ist er ausgewichen, was ist das für ein Assi? Oh, ich mach dich bewusstlos. Ja, genau, geh da hinten in die Ecke, wo du hingehörst, du Assi. Ich boxe dich dreimal, Junge. Haben wir schon hier erwähnt, dass das Spiel ab 12 ist? Ich glaube, dank dir muss man das Spiel wirklich ab 18 machen. Das Spiel ist ab 18, Alter, weil das macht voll aggressiv, ey. Weil die Steuerung so scheiße ist, ehrlich gesagt. Ist so richtig nicht gut, sag ich mal. Ich hab schon Schlimmeres gespielt. Alter, ich will doch einfach nur den Typen boxen. Warum schlägt er meinen Charakter an dem vorbei, obwohl ich. Alter, fick dich. Weißt du, was ich jetzt mache? Genau so. Es ist doch total verzögert. Junge, verreck, du Sau! Ja, geil, ich hab ihn was besiegt, obwohl ich tot bin. Nee, doch nicht hier irgendwelchen Scheiß machen! Ah, geht jetzt um den. Hä, wieso bist du jetzt wieder am Leben? Das war Täuschung, mein Freund. Ich wollte nur, dass du für mich kämpfst, damit ich einen Loot einsacken kann. Ach, so ist das. Ich verstehe das. Boah, das sieht das creepy aus, das Ding. Etwas. Okay. Wir sammeln hier die ganze Zeit irgendwas. You got out of style, Klo. Ja. Warte mal. Da ist noch was. Vor zu essen. Na, da war nichts drin. Ja. Hui, ja. Yay. Verrückt hier. Das erinnert mich ein bisschen an Kirby. Ach, was nicht wunderschön. Guck mal da, Alter. Dungeon completed. And so it begins. Trophäe R2. Send message. Hä, was? Geht nicht. Recall message. Send message. Send message. Hä? Achso, okay, du kannst. Next. Das, was der Captain da erzählt, da kannst du einfach vor und zurück planen. Oh, you got a reward. Hier sehen wir jetzt unseren Loot. Das heißt, du kannst den Loot erst am Ende. Runde beziehungsweise vor der nächsten Runde auswählen. Gut, Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und machen dann die nächste Quest mit ein paar besseren Gegenständen und vielleicht auch mit einem besseren Plan als vorher. Und ja, bis dann gleich bald später und macht's gut. Hauen Sie rein.